aus Jeju-do. Jeju-do ist eine Insel ganz im Süden zwischen Japan und Korea, wo auch meine Frau herkommt. Das erste Stück am Programm spielt ein junges Mädchen, das heißt dann Park Shiyun, und sie spielt zwei Stücke. Das erste Stück, das steht oben, Strebok, Moment, ich muss meine Brillen raussuchen. Strebok, auf dem Grünen. Strebok, das klingt für uns ganz komisch, das war eigentlich ein Belgier, der hat Goberts geheißen, Jean-Louis Gobert, und der hat seinen Namen dann umgedreht und praktisch alle seine 1000 Pianostücke, die er dann geschrieben hat, hat er dann unter dem Namen Strebok veröffentlicht, also Goberts heißt er. Und das zweite Stück, das sie spielt, ist von einem Mann namens Anton Diabelli, und das heißt einfach Bagatelle in C-Dur. Wenn wir Diabelle hören, denkt man sich, Italiener. Nein, das ist ein Salzburger, genau wie ich, Anton Diabelle, der ist im 80er geboren. Der war an und für sich ein berühmter Herausgeber von Musiknoten und er hat auch ein bisschen komponiert, und bekannt oder berühmt von ihm sind ein Stück von Mozart, nicht von Mozart, von Beethoven. Es gibt die sogenannten Diabelle-Variationen, die dann der Beethoven komponiert hat. Das ist eigentlich ein Walzer, den der Diabelle geschrieben hat, und deshalb ist uns der Name irgendwie bekannt. Das erste Mädchen, die ist 9 Jahre alt, aus Jeju-do, Park Shiyun heißt sie. Es ist ihr erstes Konzert praktisch überhaupt, das sie spielen wird. Park Shiyun, bis, wir begrüßen Sie mit einem Applaus. Thank you.